have to do yourself a favor. When you're out in the countryside and you see chicken, try to look a chicken in the eye with great intensity. And the intensity of stupidity that is looking back at you is just amazing. München, Juni 2016. Die Münchner Filmhochschule scheint wie leergefegt. Auf den Gängen trifft man fast keinen mehr. Alles versammelt sich neuerdings in der Bibliothek, einer der wenigen Räume, die hier überhaupt noch genutzt werden. Klassiker wie zum Beispiel Ernest Hemingways The Short Happy Life of Francis Macomber sind unter anderem Pflichtlektüre. Letztens wurde hier die Hälfte des gesamten Buchbestands komplett ausgewechselt. Wer nicht mit Lesen beschäftigt ist, dreht irgendwo irgendeinen Film. Mittlerweile werden so viele Filme wie noch nie produziert. Alles im Sinne des neuen Hochschulpräsidenten Werner Herzog. Der Meister ist mal wieder nicht im Haus. Er befindet sich auf einem Dreh im timotianischen Dreiseendelta auf der Suche nach den Ursprüngen der Linie C-Schrift. Völlig frei von allen Zwängen drehen die Studenten erstmalig Filme, die so vorher noch nicht möglich waren. Dadurch entstanden bereits Erstlingswerke wie The Ruthless Truth of My View oder Read But Read, The First Film Book. So ungefähr wäre unsere Vermutung. Fakt ist jedoch, dass sich Werner Herzog tatsächlich im März 2015 für die Stelle des Präsidenten der HFF München beworben hat. Und das mit einer Menge an interessanten Umstrukturierungsvorschlägen. Was halten eigentlich die Studenten von der Bewerbung? Ich wusste nicht, ob ich das jetzt ernst nehmen soll oder nicht. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht echt sein sollte, sagen wir mal so. Aber klang schon sehr nach. Herzog, ja. In vielen Aussagen und in vielen Aktionen. Von ihm muss man auch immer so ein paar Prozent abziehen, um die Wahrheit zu finden. Aber ich finde ihn als Filmemacher sehr kompetent. Er ist ein Genie und ein Genie ist halt immer der schmale Grat zwischen Wahnsinn und Genialität. Ich glaube, ja, der hat schon Bock, Leuten was beizubringen. Ja. Was auch immer, aber ich glaube, der hat schon was im Blut, was er weitergeben will. Ja. Es war ja auch was ihm gefehlt hat. Er hat ja gesagt, er ist aufgewachsen als ein Weiße sozusagen in der Filmlandschaft, weil er ohne Filmväter groß geworden ist. Wie würde die Hochschule aussehen? Ich hätte dann das Gefühl, wenn der da wäre, hätte ich so, ich weiß nicht, man könnte so ein bisschen aufschauen oder man könnte, hätte so das Gefühl, man kann, ich weiß auch nicht. Mich würde es motivieren, wenn er da wäre. Würde Werner Herzog das wollen, ist die Frage. Klar, wäre natürlich ein großer Prestigevorteil, aber dadurch würde natürlich auch auf der anderen Seite ein sehr starker, vielleicht ein Kult sogar um seine Person entstehen und vielleicht auch ein ungünstiger Druck für die Hochschule. Ja, halt einfach auf die Straße rausgehen, wieder zu den Wurzeln finden, das Filmemachen, einfach zur Basis zurück. Werner Herzog könnte ich mir natürlich vorstellen, dass mir einfach so spontan von der Vorlesung ins Auto geworfen werden und dann irgendwie in den Wald rausfahren und dann irgendwie 48 Stunden lang Eichhörnchen filmen oder sowas. Ja. Afrika, Kinski, Strand, let's go! Ich denke, dass es halt sehr viel weniger Bürokratie gewesen wäre unter seiner Herrschaft. Ich glaube, Studenten würden wieder lesen, und zwar analog, wirklich mit Büchern, richtig. Also man kann gegen den Amazonas, da kann man einfach Bäume fällen und sich den Weg frei machen und gegen die Naturgewalten kämpfen. Aber ich glaube, gegen so einen großen bürokratischen Apparat, da braucht man andere Strategien, die Werner Herzog, glaube ich, nicht beherrscht. Geht lieber raus und lest Bücher und erlebt das Leben. Vielleicht müssen wir alle Schuhe essen, wenn er gekommen ist. Die Mensa bietet nur noch Schuhe an.